so, das war nur ein Traum. Leg dich ruhig wieder hin. Das war schon komisch. Was hast du denn geträumt? Dass ich aufwache, das habe ich geträumt. Das hast du nicht nur geträumt, das war Wirklichkeit, sonst wäre ich nicht davon wach geworden. Nein, das war anders. Ich träumte, dass ich erwache und da lag neben mir eine große schwarze Raupe. Da bin ich so erschrocken, dass ich wahrhaftig aufgewacht bin. Ach komm, schlaf wieder. Ich habe aber Angst, dass ich dann wieder von der Raupe träume. Wirst du bestimmt nicht. Bist du sicher? Ganz sicher. Das ist ja der wesentliche Unterschied von Traum und Wirklichkeit. Die Wirklichkeitsteile hängen fest zusammen, die Traumteile nicht. Wenn du in Wirklichkeit aufwachst, findest du mich an deiner Seite, denn neben mir bist du eingeschlafen. Ein neuer Traum aber, der geht nicht dort weiter, wo der letzte aufgehört hat. Und darum findest du manchmal neben dir eine Raupe, das nächste Mal vielleicht einen Prinzen. Weiß ich selber, dass Schlaf und Wirklichkeit Unterschiede sind. Ich bin doch nicht blöd. Das nicht. Aber erleben tust du beides nur in deinem Kopf. Und das macht die Schwierigkeit. Komm du erst mal aus deinem Kopf. Komm her. Komm in meine Träume, in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung. Da bist du ein Prinz.